So, willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy 13. Wir sind gerade in diesem wunderschönen Kampf. Mission 21 soll das sein. Also wir versuchen einen permanenten Stunt zu halten. So, dass da auch kein Schaden von ihm durchkommt. Genau so muss das aussehen. Hey, 16.000 Schaden. So macht das Ganze doch Spaß und wir brutzeln in der Luft. Bam, 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 bam. Na komm. Ja, uff. Ich hatte schon gerade Panik bekommen. So, Mission erfüllt. Das ist fein. So, Stress ohne Ende, tut mir leid. So, es geht auch gleich wieder weiter. Bling, was auch immer das jetzt zu bedeuten hat. Achso, jetzt ist der hier wohl aktiv. Das heißt, jetzt muss ich diese Mission annehmen. Höre die euer. Okay. Mission Start. So, auf zur nächsten Mission. Da laufen wir hier ein paar Mal im Kreis und so weiter und so fort. Und da entlang. Und wo müssen wir jetzt hin? Da müssen wir hin. Alles klar, das heißt, die nächste Mission wird uns wahrscheinlich dort unten in die Ecke führen oder so. Wir werden es erleben. Wie TV Kaiser damals schon sagte. Ja, dann gehen wir jetzt mal im Kreis und dich hatten wir schon. Kann man diese Mission nochmal neu? Nein, kann man nicht. Schade. So. Mal gucken, was haben wir denn hier? Oh, ne. Nee, nee, nee. Ich versuche hier einen Präventivschlag aufzusetzen. Ja, sehr gut. Ist mir gelungen. Wir gehen auf den hier los. Einfach weil bei dem weiß man, was der ganz böse Schaden machen kann. Dementsprechend machen wir das auch genauso. So, und sie Feng bleibt natürlich als Verteidiger. Bam. So, jetzt haben wir hier auch den Schockzustand erreicht. Wow, Alter. Da geht echt Schaden durch. So, wir gehen auf Blitzschlag, dass wir wieder das fette Viech stunnen können. Ja, sehr gut. Wow, 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 wow. So, und gleich wieder gewechselt. Und gleich wieder drauf da. Nachsetzen muss sein. So, jetzt wird das Ganze hier mal ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, dass wir das auch soweit überleben tun werden. So, Feng macht ihre Rolle als Verteidiger ganz gut. So, ich hoffe, dass sie gleich unser Aggro hier wegnimmt und den Schaden komplett auf sich lenkt. Moment. Kriegt auch Lightning ein bisschen was ab. So, das heißt, wir bleiben jetzt auf dem hier. Und wechseln auch
ab und an mal auf grüne Trillis. Au, au, au. Das ist böse, auf jeden Fall. Gut, dass er Vitalsphäre einsetzt. Schade. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass da nochmal ein bisschen mehr Schaden bei rumkommt. Oh, Hope muss ich auch mal bitte selber heilen. Ja, sonst sieht das hier ganz eng aus. Na komm. Jetzt kriegen wir nochmal schnell einen Schock wahrscheinlich. Hoffentlich, vielleicht bald. So, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder auf Lebenssinfonie setzen. So. Und nochmal schnell auf den hier. Um hier nochmal ganz kurz maximalen Schaden reinzuhauen. Nochmal Heilung. So, jetzt sollte eigentlich der größte Schaden behindert worden sein. Aber das werden wir jetzt tun. Mal gucken, ob wir den jetzt hier... Wow, Alter! Wie ist denn das passiert jetzt? Meine Hope ist ja gerade nicht auf Provoke aus. Normalerweise. So, da können wir nochmal einen Blitzschlag reinpacken. Sollte auch mit dem Gegner hier schnell zu Ende gegangen sein. Ja, und komm, letzter Angriff. Bam, weg, tot. Alle sind glücklich. Sehr schön. Fein, fein, fein. Nee, egal, Hauptsache Mission erfüllt. Sehr gut. Zeit, die nächste Mission anzunehmen. Na komm. Bla 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 bla. Was hast du für mich? Ja, Meister. So, auch dich werde ich annehmen, damit wir hier weitermachen können. Sehr, sehr interessant hier. Wo müssen wir jetzt hin? Achso. Also im Prinzip genau dahin, wo wir angefangen haben. Umso besser. Können wir nochmal kurz einmal abspeichern, bevor wir einmal Pause machen. Und genau das machen wir jetzt nämlich auch. Wir speichern hier jetzt einmal, dann mache ich die Mission noch schnell zu Ende. Das sind zwei von Gegner. Oha. Nee, wir machen gleich noch diesen Gegner hier. Der blockt ja. Da kommt nicht viel Schaden bei durch. Das merkt man sofort. Aber er macht auch gerade nicht so viel Schaden, was uns eigentlich einen gewissen Vorteil verschafft. Also zumindest macht er bisher noch nicht viel Schaden. Und wir kennen ja diese Viecher. Ich gehe auf Brecher. So, damit wir auch noch ein bisschen mehr Damage reinkloppen können. Au, der macht ja doch viel Schaden. Aua. Jetzt ist aber gut hier. Gut, wir bleiben dann doch lieber auf Blitz, weil Feng ist da doch schon ein klein wenig besser drauf. Vielleicht haben wir auch Glück und wir kriegen den in diesem Video schon klein.
keine Ahnung, was das jetzt war. Aber okay. So, na komm. Es wird Zeit, dass wir ihn einen Schock kriegen und auf Blitzschlag wechseln. Bam, da ist der Schock und jetzt geht's los. Bam, 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 bam. Jawohl. So, wir müssen jetzt leider wirklich einen Cut machen. Genau an dieser Stelle. Bis gleich.